Zurückweichen. Okay. Näher herangehen. Als du dich näherst, nehmen die Schreie des Geistes einen bedrohlichen Klang an. Der Nebel um seine Beine wabert, bewegt sich wellenförmig. Die schwarzen Höhlen seiner Augen blicken dich einen Augenblick an. Den Kenga beobachten. Du bist genau genug, um zu bemerken, dass der Geist den Kopf nach hinten geworfen hat. Während er seine haarsträubenden Schreie ausstößt, bewegt er den Kopf leicht, sodass es scheint, als würde er zu dem Fenster blicken und den Horizont absuchen. Die geisterhaften Hände des Quensals sind voller dunkler Flecke. Zunächst denkst du, es sei Blut, doch die Flecken sind schwarz wie Tinte. Näher herantreten, näher herangehen. Die Schreie des Geistes werden lauter und lauter. Sein eingefallenes Gesicht verzerrt sich zu einem lang klaffenden Mund voller spitzer Zähne. Wenn es etwas gibt, das den Zorn des Geistes besänftigen kann, dann sicherlich nicht du. Den Quengard beobachten. Den Horizont absuchen. Mhm. Oh, Lilles Schultertuch. Vielleicht ist es ja das. Logbuch. Das Logbuch wirbelt eine große Staubwolke auf. Sechster Phonauton 2672, Nebel, Hafen voll. 158 Tage seit Sichtung des der Roten Traum. 12. Fautan, schwerer Regen, zwei Fischerboote auf See verloren. 164 Tage seit Sichtung der Roten Traum. Dunkle Wolken, ätherische Schiffe am Horizont. 173 Tage seit Sichtung der Roten Traum. I suppose it can't be helped. Hm. Leichte Rüstung. Okay. Klagende Todesfee. Nachdem ich nah genug herangekommen war, bemerkte ich, dass der Geist den Horizont noch etwas abzusuchen schien. Seine Hände waren nur dunkle Flecken, Blut vielleicht oder Tinte. Vielleicht wirklich irgendwas in der Nähe, das Licht ins Dunkel bringt. Der letzte Leuchtturmwärter hat ein Logbuch geführt, offenbar bis in die letzten Tage des Widerstandskrieges hinein. Außerdem hielt er auch schon nach einem Schiff namens Roter Traum. Nia weiß vielleicht mehr darüber. Mhm. I'm here. Ich habe ganz vergessen, man kann das auch friedlich lösen. Das hätte ich dann gleich tun sollen. Okay, das hat mich nicht leidenschaftlich gemacht, übrigens, aus dem sein Bier zu saufen. Auch wenn es eine coole Nummer war. Certainly. So. I'm here. Hi, Nia. Hello. Also, hast du herausgefunden, was das Ganze soll? Hast du schon einmal von der Rote Traum gehört? Wer hat das nicht? Das Schiff treibt seit Jahrzehnten sein Unwesen, hat früher immer mit der Beute, die es Rautai-Händler abgenommen hat, in Neu-Hioma angelegt. Heutzutage macht sie wohl hauptsächlich im Todesfeuer-Archipel Jagd. Nia deutet auf ein Schiff, das in der Falle vor Anker liegt. Das ist sie. Wenn sie im Hafen liegt, macht der Kapitän eine Elfe namens Merviv Landurlaub im verkohlten Fass im Farnheim. Kaum zu glauben, aber sie sorgt gerne ordentlich für ihr leibliches Wohl. Sie schüttelt den Kopf, genau das meine ich. Wenn nicht einmal eine Piratin einen Fuß in die Taverne in diesem Bezirk setzt, ist es höchste Zeit für ein neues Gasthaus. Wir sehen uns später. Also. Nia hat mir berichtet, dass die
dass die rote Traum ein Piratenschiff ist, deren Captain eine Elfe namens Merviff ist. Wenn sie in der Stadt anlegt, hält sie sich meistens im verkohlten Fass im Fahrenheim auf, so auch jetzt. Und das erste habe ich, glaube ich, auch gleich gelesen. Eine Todesfee oder Kengwa, die, wie die Einheimischen sagen, schreit und kreischt im dritten Stock des Leuchtturms. Sie hat mich noch nicht angegriffen, aber ich muss sie beseitigen, damit Nias Arbeiter den Turm renovieren können. I'm here. Beseitigen klingt nicht sehr nett. Also nochmal zurück nach Farnheim. Ein Haufen Flüchtlinge in Trotzbucht, obwohl es gerade keinen Krieg gibt. So, wieder zum verkohlten Fass zurück. So, finden wir sie hier unten irgendwo? Wahrscheinlich nicht in der Küche. Fällt jetzt gerade erst auf, es gibt hier auch einen Keller. Was gibt es in diesem Keller denn Schönes? Ach so, hier waren die tollen Banditen, stimmt. Kann sein, dass das Banditen für die Dominal-Quest sind, die wir ja nie machen, weil wir uns mit den Dominals nicht einlassen wollen. Also bleibt uns eigentlich nur oben. Da sind Piraten. Also ist das Merwit. Wenn ich Gesellschaft will, gehe ich in den salzigen Mast. Merwits Goldzahn blitzt im Kerzenschein auf. Was willst du diesmal? Geh mal bei dem alten Leuchtturm in Ondras Geschenk, such nach deinem Schiff. Ich hätte dich nicht für eine Lügnerin halten, nach allem, was ich über dich höre. Sie mustert dich mit zusammengekniffenen Augen. Aber das heißt nicht, dass ich dir glaube. Sie neigt sich vor, ihre Stimme ein leises Zischen. Du erkennst mir lieber ganz schnell, woher du diesen interessanten Gedanken hast. Die letzte Leuchtturmwärterin hat jeden Tag nach deinem Schiff Ausschau gehalten. Es steht alles im Logbuch. Nein, sie lässt ein Goldzahn aufblitzen. Sie hat mich verstoßen. Wir waren ärmer als die Fischer, die dort jetzt leben. Und als sie erfuhr, dass ich mit gestohlenem Geld Essen auf unseren Tisch gebracht hatte, sagte sie, es wäre eine Gnade der Götter, wenn sie mich nie wiedersehen müsste. Ihre dunklen Augen sind voller Zorn. Ich wusste nicht, wohin ich sonst gehen sollte, und es war ein hartes Leben, bis ich zum Kapitänin aufstieg. Wer auch immer, wer sie auch war, ein Teil von ihr ist zurückgeblieben. Sie hat den Vormarsch der Iridierer ignoriert und ist geblieben. Ich glaube, sie hat auf dich gewartet. Sie blickt weg. Sie war schon immer so stur. Manchmal vergesse ich, woher ich das habe. Sie kippt ihren restlichen Wein hinunter. Ich gehe. Vielleicht gibt es uns beiden etwas Frieden. I'm here. Die Todesfee dürfte dein Problem mehr darstellen. Nia ist in unseres Geschenk und wartet auf die frohe Kunde.
Merwin hat mir offenbart, dass die letzte Leuchtturmwärterin ihre Mutter war, vermutlich die Kreatur, die nun im oberen Stockwerk spukt. Ich habe Merwin überzeugt, sie zu besuchen, um den Geist zu besänftigen. Da sollten wir jetzt erstmal hochgehen und gucken, was da passiert ist. Dann mit Nia reden und dann geht's nach Kupferweg wegen der anderen Quest. Wie sieht's hier aus? Immer noch 2 Runden und immer noch 13 Stunden. Also, zurück nach Rondras Geschenk. So, wieder im Schnellgang. Dann So, dann wieder den Turm nach oben. Den Turm ganz nach oben. Okay, der Geist ist weg. Hätten wir wirklich früher lösen können. Okay. Gut, dann können wir mit ihr reden. God's keep you. Der jetzt nie, was passiert ist. Nia zeigt auf den Leuchtturm. Ich habe Ausschau nach dir gehalten und wer kommt er die Docks entlang spaziert? Merwith. Du hättest sehen sollen, wie die Leute sie angestarrt haben. Also sie marschierte einfach in den Leuchtturm, ohne ein Wort zu irgendjemandem zu sagen. Und gerade als ich mir sicher bin, dass sie da drin irgendein schlimmes Schicksal heimgesucht hat, stellt sie heraus, immer noch ohne etwas zu sagen. Jetzt höre ich allerlei Gerüchte über Merwith und die letzte Leuchtturmwächter. Leuchtturmwärterin. Sie schütteln den Kopf. Ich weiß nicht, was ich glauben soll, aber alle anderen sind überzeugt, dass der Leuchtturm nicht mehr gefährlich ist. Die Handwerker wollten so, am liebsten sofort an die Arbeit gehen. Evakuierungsanordnung und Logbuch verloren. Erfahrungspunkte. Kupfer. Sie haben mit tief ein und ein großes, zufriedenes Lächeln auf dem Gesicht. Und ich weiß, wem ich das verdanke. Hier, das ist für dich. Komm wieder, wenn die Renovierung abgeschlossen ist. Ich habe große Pläne für den Turm.
You had 5 siblings? That's right. Between the 6 of us, I don't think the house has known a single day's quiet. Of course, a little chaos makes it far easier to get away with mischief. Yes, I can imagine that comes in handy. Okay, nette Unterhaltung. Du hattest 5 Geschwister? Fragt Alof Kanna. Kanna antwortet, das stimmt. Dank uns 6 war es im Haus wohl keinen einzigen Tag ruhig. Ein bisschen Chaos macht es natürlich viel einfacher, mit etwas Unfug davonzukommen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das ganz nützlich ist. Mhm. So, wir haben Geld eingetrieben. Die trauernde Mutter braucht nur noch eine Runde. Palegina noch 12 Stunden.